So, einen schönen guten Morgen allerseits, sowohl im Hörsaal als auch den Zuhörern von auswärts, die wir gerne hier dabei hätten, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Professor Höpfel, der sich das Jahr 2020 zur Pension ausgewählt hat. Jetzt kann man philosophieren, ob das eine gute Wahl war oder nicht. Ich glaube, es hat gewisse Vorteile, wenn man da jetzt nicht an der Klinik sein muss in dieser Zeit. Ich kann vielleicht kurz skizzieren. Der Professor Höpfel geht heuer in Pension nach vielen Jahren an der Hautklinik. Er hat eigentlich begonnen als Turnusarzt in Innsbruck und in Schwaz, ist dann 1985, hat das Jus Practicandi als Allgemeinmediziner bekommen, war dann auf der Hygiene, wenn ich es richtig weiß, weil das damals eigentlich so die Regel war, bevor man eine Stelle bekommen hat in den Kliniken, war man erst in einem theoretischen Institut und hat dann eben von dort aus auch die Ausbildungsstelle an der Hautklinik bekommen im Jahr 1986, hat die Ausbildung gemeistert und sich wissenschaftlich betätigt und interessiert über die Ausbildung hinaus ist dann nach Amerika gegangen, und zwar nach Pennsylvania. Das ist einer von diesen Bundesstaaten, die jetzt so umstritten waren, glaube ich, nicht? Hat dort am Hershey Medical Center geforscht über die Papillomviren. Die Papillomviren waren also das wissenschaftliche Hauptthema bei ganz prominenten Forschern da in Amerika gewesen, mit einem FEF-Schrödinger-Stipendium, und hat aber auch kollaboriert mit Zentren in Deutschland, die auch sehr prominent sind, in Köln, und auch, ich denke mal, auch im weiteren Sinne mit dem Nobelpreisträger aus Heidelberg Kontakte gehabt. Ist dann zurückgekommen, ist Oberarzt geworden, Facharzt gewesen, Oberarzt geworden, hat seine wissenschaftliche Tätigkeit fortgesetzt, hat auch es geschafft, wieder einen FEF-Forschungsantrag einzuwerben, ein Labor zu etablieren, ist dann Organisationsoberarzt gewesen für viele Jahre. Also das, was jetzt der Martin Giesinger macht, hat für viele Jahre der Professor Höpfel gemacht. Und war auch viele Jahre mit den Geschlechtskrankheiten, also Zusammenhang HPV, Geschlechtskrankheiten, beschäftigt an der Hautklinik, hat ein Register geführt, darüber hat das Labor überwacht in Bezug auf die Geschlechtskrankheiten. Und dann, wie der Professor Fritsch in Pension ging, hat er auch noch die Mykologie übernommen, neben der, wie wir alle wissen, klinischen Arbeit auf Stationen oder Ambulanzen, die er sowieso gemeistert hat. Ja, und jetzt sind doch einige Jahre vergangen, und der Reinhard hat uns noch ein paar Worte sagen wollen, und das ist auch der Titel seines Vortrages. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde da draußen hinter die Laptops, liebe Barbara, danke für das tolle Thema. Das hast du mir 2019 gegeben im Sommer, da hat es nur Corona nicht gegeben, und deswegen hat es ziemlich viele Versionen meines Vortrags gegeben, weil ich den dann ständig angepasst habe, diese wirklich im Vordergrund stehenden Punkte. Die Frage ist natürlich nicht nur, was ich sagen will, sondern wem ich sagen will. Eigentlich vor allem den Assistenten, die dummerweise wegen Corona nicht da sitzen. Und deswegen gibt es jetzt auch bei mir ein weinendes Auge neben dem lachenden. Und es ist so, dass ich an und für sich schon ziemlich früh Bescheid gewusst habe über meine berufliche Laufbahn. Damals im Kindergarten wollte ich eigentlich Mullmann werden. Es ist eine andere Geschichte. Ein bisschen später dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass ich Hausarzt wäre, Bergdoktor natürlich. Also zum Beispiel war es so, dass mich da mal ein Mann angerufen hat, seine Ehefrau hat hohes Fieber, ich soll kommen, er holt mich ab mit dem Geländefahrzeug draußen, Schneesturm in der Nacht. Wir sind an den Forstweg raufgefahren, und dann
ist der Wagen hängen geblieben und zurückgerutscht zum Abgrund zu mir. Und der Mann sagt zu mir: Hupf aus, Doktor. Ich habe schon geschaut, wohin. Dann ist er zum Glück hängen geblieben, der Wagen. Und dann habe ich gesehen, Bergdoktor ist nichts für mich. Und deswegen bin ich nur Hautarzt geworden. Aber was ich den Jungen sagen will in meinem Vortrag, ich habe jetzt praktisch das in den letzten mehr als 30 Jahren hinter mir, was die Jungen auf der Hautklinik vor sich haben. Und man kann auf der Hautklinik wirklich was machen. Wir haben zum Beispiel da unseren Niki, Weltklasse, sitzt ganz bescheiden zwischen uns auf der Hautklinik, und diese Optionen habt ihr alle. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es mehr als 100, wahrscheinlich 500 HPV-Typen gibt, dass jedes Jahr eine 500.000 Menschen an Karzinomen durch HPV versterben. Wir sind fast alle infiziert mit verschiedenen HPV-Typen. Nur weniger als 1%, zum Beispiel die, was HPV-16 infiziert sind, kriegen dann ein Problem, weil das zelluläre Immunsystem das normalerweise regelt. Aber da so viele infiziert sind, ist die Zahl, die übrig bleibt, immer noch hoch. Das bedeutet, 60.000 Frauen in Österreich erfahren, sie haben einen positiven Krebsabstrich. 5.000 davon müssen einen Konus oder sowas operativ über sich ergehen lassen. Und fast 200 sterben noch in Österreich aktuell. Wenn es also dieses sekundäre Screening mit PAP nicht geben würde, würden es wahrscheinlich 800 Frauen sein, die jedes Jahr in Österreich allein versterben. Mittlerweile wissen wir, dass die Antikörper neutralisieren können, und das ist im Prinzip die Impfung, super einfach. Die zelluläre Immunität, das war eine große Schwierigkeit, die zu erforschen, und das war ein bisschen mein Thema. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, möchte ich auch noch einmal kurz wiederholen, mit wem habe ich zusammengearbeitet. Und ich möchte gleich sagen, die Sachen, die ich jetzt bringe, sind nicht meine Leistung, sondern sind die Leistung von diesem Netzwerk. Entscheidend ist natürlich der Nährboden. Der Peter Fritsch hat mich dorthin geschickt, wo es eben heiß war, nämlich nach Heidelberg. Wir waren wenige Monate in der Hautklinik ab nach Heidelberg zum späteren Nobelpreisträger zu Hause. Gießmann war der Leiter vom HPV-Labor, und der war eigentlich mein wichtigster Förderer, würde ich mal sagen, über alle diese Zeit. Natürlich könnte ich gar nichts machen ohne die Gynäkologen. Nicht alle haben eine Freude gehabt, dass die Hautärzte die Forschung machen, aber ich habe sehr gute Kooperation gehabt, und da möchte ich den Kurt Heim besonders hervorheben. Er war super fleißig, gebuckelt wie ein Irrer, ganz wahnsinnig fleißig, und hat, was die Antikörper und die Serologie anbelangt, bahnbrechende Ergebnisse geliefert. Es war dann so, dass sie eben in Amerika drüben war, und dieser John Kreider und sein Mitarbeiter Christensen, die waren wirklich genial. Da habe ich also unglaublich Glück gehabt. Und die Virologen in Köln, mit denen habe ich über Waisenhautkrebs geforscht. Dann habe ich Kontakt gehabt über die WHO, wo ich Berater war, mit Fraser. Das ist derjenige, der in Australien dieses Impfprogramm so früh so toll durchgezogen hat. Und da ist das Wort Herdenimmunität aufgetaucht bei HPV, weil die Mädchen sind geimpft worden, flächendeckend, und die Buben haben wenige Jahre danach kaum mehr Kondylome bekommen. Und dann gibt es noch eine Gruppe in Holland, die waren ein bisschen Konkurrenten von mir, und das hat sich dann zum Glück später geändert. Der entscheidende Punkt, warum ich überhaupt in dem HPV-Feld was machen habe können, war natürlich, dass sie durch Gerald Schuler und Niki Romani eigentlich eine immunologische Nabelschnur gehabt habe zum zweiten Nobelpreisträger Ralf Steinmann. Es ist so, dass die Virologen im Prinzip über Immunologie, also die Virologen haben keine Ahnung gehabt über Immunologie. Und deswegen bin ich da einfach so dahergekommen mit einem anderen Wissen, und das war irgendwie günstig. Umgekehrt habe ich mich natürlich mit Kinasen und sonstigen Sachen beschäftigen müssen zu einem Zeitpunkt, wo das sehr schwierig war. Angefangen hat die Sache 1933, da hat es einen Schob gegeben. Der hat, das ist die Originalpublikation, das muss man wirklich gelesen haben, finde ich, was die schon gemacht haben. Der hat damals bei diesen Kaninchen
Die haben nämlich Hörner gehabt und man hat gedacht, das sind Kreuzungen zwischen Kaninchen und Antilopen, sogenannte Jackalopes. Und er hat aber dann festgestellt, dass die Ursache dieser hochdifferenzierten Plattenepithelkarzinome, die dann später natürlich zu Ulzera werden, viral sind. Das heißt, er war der Erstbeschreiber eines onkogenen Virus. Jetzt hat es auch Nonnen gegeben, die kein Cervixkarzinom gehabt hat und das hat den Zuhause auf die Spur gebracht, dass wahrscheinlich eine sexuell übertragbare Erkrankung die Ursache für das Cervixkarzinom ist, aber das hat 50 Jahre gedauert. Also Schob hat das 33 schon gewusst, dass es onkogene Papillomviren gibt und Zuhause hat das später erst beweisen können. Jetzt gerade kurz HPV-Einleitung für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen. Es ist also ein Virus ohne Hülle und da gibt es die Frühproteine, E6, E7 und so weiter, die Öli-Proteine. Die sind praktisch die Transformierenden. Und dann gibt es zwei Hüllproteine, vor allem das L1, das große. Da kann man ganz gemütlich einen Impfstoff drauf machen, wenn man dieses L1 exprimiert. Was sehr interessant ist bei den Warzenviren, ist, sie sind speziesspezifisch. Das heißt, man kann nicht einfach gemütlich eine Maus infizieren und dann forschen mit den Reagenzien, die es nur für die Maus gibt. Und zweitens ist das Papillomvirus extrem gewebespezifisch. Also die Papillomviren brauchen höchst differenzierte Keratinozyten, damit sie sich vermehren. Und da sieht man noch den Stammbaum und da sieht man also die Genetik, und die klinischen Eigenschaften gehen konform und da gibt es eben je nach Stammbaum am Ast unterschiedliche Eigenschaften. Sie können entweder nur die Haut oder nur die Schleimhaut infizieren, ein bisschen Überlappungen gibt es. Und dann gibt es solche, die High-Risk sind, also Karzinome machen letztlich, oder Low-Risk. Also so wäre mal die Basis dieses Wissens. Und ein Experiment zur Transformierung möchte ich zeigen, weil es hat natürlich Tausende gegeben. Für mich war das ganz schwierig, in diesen Kongressen da mitzuhalten, geistig. Aber dieses Experiment, das war so ganz toll. Ein gewisser Zhu Wenpeng, ein Chinese, hat Eizellen von Kaninchen transfiziert mit dem Cottontail Rabbit Papillomavirus genommen und dann künstlich befruchtet. Und wenn dann ein Kaninchen auf die Welt gekommen ist, war es übersät mit einer Warze. Und das Interessante ist, dass alle anderen Körperzellen überhaupt kein Problem gehabt haben. Es hat also keine Hepatome oder sonst was gegeben. Also da sieht man diese Gewebespezifität. Und man sieht jetzt in dem Fall die Keulozyten, man sieht, das Epithel ist hochdifferenziert. Also im Prinzip ist nur eine Proliferation da. Die Zellen sind immortal. Und weiter passiert nichts. Aber wenn man ein zweites Experiment macht, dann in dem Fall ist RAS, also ein Onkogen, dabei. Das ist sozusagen ein Modell für den Second Step of Transformation, so wie das auch bei Menschen ist. Das dauert Jahrzehnte unter Umständen. Wenn RAS dabei ist, dann ist dieses Kaninchen übersät, die Haut schaut lichenifiziert aus, mit einem Plattenepithelkarzinom. Also ich habe mich mit den Kinasen beschäftigt und deswegen ist kein Zufall, dass mir zum Beispiel sehr früh, also in Innsbruck ist die Erstbeschreibung eines Kinaseninhibitors passiert bei einem Patienten mit einem hochdifferenzierten, mit einem aggressiven Plattenepithelkarzinom. Wir kennen das jetzt vom Melanom, die Wirkung war da, aber nur vorübergehend. Also es ist so, dass ich mich dann am Anfang interessanterweise mit Gentechnologie beschäftigt habe. Ja, ihr wisst ja, wir Männer und Frauen tun in gewissen Organen Meiose machen und bilden Einzelstränge. Und dann hybridisieren wir uns unter stringenten Bedingungen, zum Beispiel im Bett. Und dann entsteht was Tolles, zum Beispiel in dem Fall meine Kinder. Und habe gedacht, Gentechnologie, das ist was für mich. Und habe das dann im Labor gemacht. Das Labor war da unten im Keller, ohne Fenster und so weiter. Der Arbeitsinspektor würde das gar nicht zulassen. Und da habe ich zum Beispiel von Giesmann einfach eine DNA bekommen für HPV. Dann habe ich diese DNA markiert mit Tritium, also radioaktiv gemacht. Und da sieht man die Trennung mit der Säule. Da ist dieses gebundene Tritium. Und das ist praktisch die Sonde, mit der man eine In-situ-Hybridisierung machen kann, die in der damaligen Zeit die sensitivste Methode war, die es gegeben hat. Es war also vor der Zeit von PCR. Und dann habe ich diese DNA
verwendet und habe die in situ Hybridisierung dann so versucht zu etablieren. Und es ist glücklicherweise ein Modell gleich gegangen, nämlich ein Kondylom. Da muss natürlich HPV-11 drinnen sein und es ist auch tatsächlich gelungen. Sie sehen die schwarzen Punkte, das ist die gebundene Sonde und zeigt, dort ist HPV-11 vorhanden. Die Methode ist insofern interessant, dass man den Objektträger in einen flüssigen Film taucht, in der Dunkelkammer natürlich, und dann inkubiert man diesen Objektträger 4 Wochen lang. Dann kann die Strahlung den Film schwärzen, den entwickelt man dann in der Dunkelkammer 4 Wochen danach und dann hat man das Ergebnis. Also gar kein einfacher Test, gewisse Zeit braucht man. Und jetzt gleich klinisch, man darf natürlich sich nicht zufrieden geben mit einem Kondylom an einem Penis, sondern man muss gleich den Penis umdrehen, auf der anderen Seite schauen. Und da sieht man, aha, der Patient hat ja noch was. Syphilis-Test machen wir, aber der war negativ. Wir müssen da Biopsie machen, weil das sind Papeln. Die Histologie schaut grauenhaft aus. Es ist ein Karzinoma in situ. Klinisch ist eine Boinida papulose, also multilokale Papeln mit High Risk HPV-16 drinnen. Und modern sagt man natürlich benile intraepitheliale Neoplasie. Dieser Patient hat, ich habe vereist und so weiter, ist nicht gegangen, zum Glück eine Spontanremission produziert. Und damit war ich zumindest klinisch aus dem Schneider. Also ich habe jetzt die Methode gekonnt. Das Ergebnis ist nicht so interessant, weil wir es eh wissen, dass da diese Viren drinnen sind. Und ich habe dann eine Anwendung versucht zu finden. Und das war natürlich dann der weiße Hautkrebs, weil es sind in der Literatur ungefähr 9 Papers herum gewesen, die behauptet haben, im Keratoakantom sind Papillomviren drinnen. Die haben das mit nicht radioaktiven Methoden gemacht, also relativ wenig sensitiv. Haben sich auch ein bisschen widersprochen und dann haben wir gedacht, das mache ich auch. Weil ich sitze ja schon an der Klinik, an der Hautklinik und habe 50 Pi mal Daumen Keratoakantome eben mit dieser In-Situ-Hybridisierung bearbeitet und das Ergebnis war negativ. Das ist natürlich ein bisschen traurig, weil ein negatives Ergebnis wird schwer publiziert. War nur ein Letter, aber meine Arbeit war richtig, weil die anderen haben, wie wir heute wissen, mit PCR das gar nicht nachweisen können, weil die Sensitivität ihrer Technik gar nicht dazu ausgereicht hat, diese Papillomviren nachzuweisen. Es sind nämlich weniger als eine Kopie pro Zelle vorhanden. Und wir haben da dieses Modell, die Epidermodysplasia verruciformis, die Lewandowski und Lutz, Polen sind es, 1957 beschrieben haben. Das sind Menschen, die haben eine Art Immunschwäche gegen Papillomviren und kriegen dann, analog wie es mir jetzt bei den Transplantierten sehen, im Laufe des Lebens, bald mit 20, 30, überall Plattenepithelkarzinome. Jablonska, auch eine Polin, die hat dann mit Elektronenmikroskopie in die 60er Jahre nachgewiesen, da sind Papillomviren drinnen, wie HPVs, die eben ein onkogenes Potenzial haben. Und mittlerweile weiß man, dass eben diese Papillomviren beim Hautkrebs die Zündung machen, aber nicht wirklich so wie beim Cervixkarzinom alleine das Karzinom machen, sondern da kommt dann entscheidendes Sonnenlicht dazu. Florian Weber hat übrigens dann bei Psoriasis untersucht und gezeigt, die Hypothese war nämlich die, dass Psoriasis ein Antigen hat und HPV könnte so ein Antigen sein, was die Psoriasis triggert, aber wir haben dann zufälligerweise festgestellt, das Licht, wenn also Puva-Bestrahlung da war, verändert das Virom. Das heißt, die Patienten, die bestrahlt worden sind, haben mehr High-Risk-Papillomviren drin als die anderen. Jetzt war es so, dass ich dann durch die Arbeit im Labor ziemlich erschöpft war und habe gesagt, ich brauche jetzt Urlaub. Ich habe abgemagert, habe nur mehr 60 Kilo gehabt, die weiße Klinikhosen waren nicht mehr so weiß. Und bin dann auf Urlaub gefahren, habe im Geist natürlich die Warzen mitgenommen. Habe ein Bad genommen auf 4000 Meter, da gibt es nämlich keine Krokodile. Und bin rauf in die frische Luft zum Durchatmen und dann völlig erholt, bin ich nach Amerika gegangen, da bin ich und das ist mein Chef. Kreider war wirklich ein genialer Typ und er ist leider vergessen ein bisschen worden und es hat damit zu tun, dass er mehr als 300 Kilo gewogen hat, nicht so auf die Kongresse fahren hat können, nicht so sagen hat können, schaut her, was ich alles geleistet habe. Aber ich bin zum richtigen Zeitpunkt eben 1991 bei ihm gewesen. Und da ist der Xu Wenbeng übrigens. Und dieser Kreider hat Folgendes gemacht. Er hat menschliche Keratinozyten, also Vorhaut von Neugeborenen,
in die nackte Maus transplantiert. Diese In-vivo-Bedingungen der Keratinozyten waren so gut, dass dieses Gewebe, also das Xenotransplantat in der immunschwachen Maus, sich infizieren hat lassen mit Papillomviren, die sich dann vermehrt haben. Und dann hat man gesehen, da ist sehr viel Antigen da. Und dadurch hat man praktisch endlich einmal ein Virus in der Hand gehabt und gewusst, wie es ausschaut. Außerdem ist dieser Test geeignet für Neutralisationstests. Also man kann natürlich, das wäre jetzt zum Beispiel entweder uninfizierte Keratinozyten oder infizierte Keratinozyten, die durch die Antikörper, die neutralisieren, geschützt sind. Also dieses Nutmaus Xenograft System war absolut genial und der Zeit weit voraus. Und hat ermöglicht, dass man erkannt hat, und das war damals neu, dass Antikörper, die neutralisieren, dreidimensional erkennen. Und das ist deswegen neu gewesen, weil man ursprünglich ja meistens mit E. coli-Proteine exprimiert hat. Und dann ist man draufgekommen, man braucht Eukaryoten, Insektenzellen, Hefezellen, damit sich dieses Protein so faltet, dass es die richtige Form bekommt. Also man hat jetzt gewusst, neutralisierende Antikörper brauchen ein räumlich intaktes Antigen, damit man sie produzieren kann. Ich bin also da, das ist das Labor vom Kreider, da hat er Fenster gehabt und hat in mein Labor umschauen können, ob ich fleißig bin, das sieht man mir da telefonieren. Und ein Thema, das wir dann begonnen haben, war, dass ich zum Kurt Heim gesagt habe, du komm um nach Amerika, wir haben da Antigen, authentisches, wir könnten eine Serologie machen. Ich habe ja vorher schon Seren umgeschmuggelt nach Amerika und schon Vorversuche gemacht. Und dann ist der Kurt Heim rübergekommen und hat dann, in Summe haben wir tausende serologischen Untersuchungen gemacht. Und er hat dann als erster nachgewiesen, dass diese Antikörper gegen Papillomviren typenspezifisch sind. Eigentlich recht erstaunlich, weil zum Beispiel in dem Fall erkennen gewisse Patienten Seren nur HPV-6 und andere nur 11. Das ist extrem erstaunlich, weil diese zwei HPVs extrem verwandt sind. Da in der Mitte ist vielleicht Kreuzreaktion oder Doppelinfektion. Also das ist die Erstbeschreibung eines typenspezifischen Antikörpers. Wir haben dann zum Beispiel bei HIV-Patienten in Zusammenarbeit mit der Ambulanz 5 Untersuchungen gemacht und da ist auch interessanterweise herausgekommen, je immunschwächer ein Mensch ist, desto mehr Antikörper kriegt er. Weil eben das zelluläre Immunsystem die Papillomviren nicht kontrolliert, mehr Antigen da ist und die Antikörper entstehen. Was Heim auch gezeigt hat, die Antikörper werden von Mutter auf Kind übertragen, was wahrscheinlich bedingt, dass die Neugeborenen sehr, sehr selten letztlich ein Larix-Papillom bekommen. Also es müsste ja viel häufiger sein, aber man vermutet, dass diese Übertragung der schützenden Antikörper durch die Mutter diese Kinder schützt. Also das waren die serologischen Arbeiten. Bin jetzt da eins drüber gekupft. Okay, also es war dann so, dass natürlich diese Produktion des Antigens, des Virus im Nutmaus Xenograft System sehr mühsam war. Aber der Fraser aus Australien, der war der Erste, der gezeigt hat, dass man Virus-like Particles eben in Eukaryoten-Expressionssystemen produzieren kann. Diese Virus-like Particles bestehen praktisch nur aus einem gentechnologisch hergestellten Capsid-Protein. Und dieses L1 formiert spontan Virushüllen, die aber leer sind. Also praktisch ist das der Impfstoff. Im Wesentlichen muss man sagen, dass in den frühen 90er Jahren eigentlich das Thema Impfung bereits erledigt war. Man muss sich das jetzt auch im Hinblick auf Corona so vorstellen. Innerhalb eines Jahres gibt es eine Corona-Impfung. Aber da war es so, in den 90er Jahren war das Thema Impfung gegen HPV eigentlich gelöst. Aber die Patentstreitigkeiten haben dazu geführt, dass es 10 Jahre gedauert hat, bis sich Glaxo und Merck geeinigt haben, wie sie den Gewinn teilen. Es ist eigentlich wirklich grauenhaft. Man muss sich das vorstellen. Und dann kommt noch dazu, dass 2008 die Impfung zugelassen war, aber in Österreich das Gesundheitsministerium gesagt hat, ja, wir zahlen diese Impfung nicht, kostet allein 600 pro Kind, also 3 × 200, wäre der reguläre Preis gewesen, sondern wir schauen einmal, ob das wirklich stimmt, was die sagen. Wir machen ein besseres Krebs-Screening und es hat dann noch einmal 6 Jahre gedauert, bis die Impfung in Österreich bezahlt wurde.
Also es ist eigentlich unglaublich. Ich meine, man fragt sich natürlich nicht nur mit HPV und Corona, wie ist das so? Warum strengen wir uns nicht mehr an, zum Beispiel eine Malaria-Impfung zu entwickeln? Es könnte wahrscheinlich schneller gehen. Okay, habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich nicht negativ bin heute. Aber das hat mich schon sehr, sehr geärgert und belastet. Interessanterweise hat das Gesundheitsministerium erst 2014 diese Tabelle verschickt. Aber sie stammt aus 2009. Also die haben das eigentlich eh schon gewusst, was passiert, wenn man nicht impft. Es gibt also in Österreich da 746 Fälle nur durch HPV 16 und 18. Man sieht, dass auch relativ viele Männer erkranken. Und letztlich gibt es also 300 Todesfälle durch 16 und 18. Und natürlich, diese Todesfälle treten erst mit einer Verzögerung von 20 Jahren auf, aber trotzdem ist es eigentlich wirklich eine traurige Sache, dass da diese Impfung noch so verzögert wurde. Jetzt im Rahmen, oder eine häufige Frage, die ich bekomme über die HPV-Impfung ist, wie ist es, wenn man sie später macht? Es ist so, das wissen wir ganz genau, die HPV-Impfung mit dem L1-Kapsid-Protein hat nur einen protektiven Effekt, der aber praktisch 100% ist auf den Typ, auf den HPV-Typ betrachtet. Sie hat keinen therapeutischen Effekt. Das haben wir ja damals, Anfang der 90er Jahre, eben schon an den Kaninchen ausprobiert. Also ob die jetzt einen Antikörper gehabt haben oder nicht. Wenn es zu spät war, sind diese Karzinome genauso gewachsen wie beim ungeimpften Kaninchen. Aber es gibt einen Aspekt, den man berücksichtigen muss. Beim Zervixkarzinom gibt es da eben gute Daten dafür. Und ein klinisches Beispiel ist aus Innsbruck. Und zwar geht es auch da um das Larynxpapillom. Das war ein Mädchen, das hat also, war 6 Jahre alt, hat 4 oder 5 Mal Rezidive gehabt eines Larynxpapilloms. Und dann bin ich gefragt worden, ob man es impfen soll. Dann habe ich gesagt, ja. Und zwar deswegen, wenn man also eine Region saniert, und die Reepithelisierung des Gewebes erfolgt dann durch nicht HPV-infizierte Keratinozyten, dann ist diese Region geschützt vor Reinfektion. Das heißt, dass eine Impfung kann praktisch, wenn in Zusammenarbeit mit einer Operation, die Rezidivrate senken. Das ist auf alle Fälle da, aber sonst ist die Impfung nur prophylaktisch wirksam und deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder früh geimpft werden. Jetzt habe ich schon viel erzählt, aber genau genommen ist das jetzt gar nicht mein Thema gewesen, sondern interessiert hat mich immer, wie geht es, dass 99% aller Infizierten abheilen. Und zwar 87, also ein Jahr nachdem ich auf der Hautklinik war, haben wir eine Patientin gehabt, die hat sich verbrannt und hat, also Contact Tracing war erfolglos, von irgendjemand eine Warzeninfektion bekommen. Und hat da Vulgärwarzen im Gesicht, im gesamten Verbrennungsareal, das reepithelisiert bekommen. Das ist übrigens typisch. Eine Wundheilung ist ein idealer Boden für eine Papillomvirusproduktion, weil die Keratinozyten, die proliferieren natürlich auch gemeinsam mit den Papillomviren. Und jetzt war es so, dass wir schon ein bisschen nachgedacht haben, wie heilen wir die, so ein riesiges Warzenareal da. Und mehr oder weniger hat es die Patientin dann selber erledigt. Sie hat nämlich 3 Wochen, nachdem das passiert ist, einen hochfieberhaften Infekt bekommen und ratschbatsch, innerhalb von einer Woche war es abgeheilt. Das heißt, ihr Immunsystem war dann aktiviert durch den Infekt und wir haben natürlich überlegt, das könnte Interferon sein, weil es hat schon Publikationen gegeben im New England Journal of Medicine, dass Interferon Alpha super ist gegen Kondylome. Ich habe das dann auch gemacht und gedacht, wenn die das können, kann ich es auch. Ich möchte ja meine Patienten gut behandeln. Habe Interferon Alpha eingesetzt bei Kondylomen und es hat aber nie gewirkt. Wieder mal ein negatives Ergebnis, das ist auch nicht leicht zum Publizieren war, weil meine Review waren natürlich die, die im New England Journal of Medicine publiziert haben. Fake News. Es ist aber so, dass ich natürlich weiter nachgedacht habe, was ist es? Wie funktioniert das? Und da ist eben so, das Geniale ist, als Hautarzt, eben ich habe diese immunologische Nabelschnur gehabt und habe natürlich die Allergologie gehabt. Der Heinz war damals der Chef der Allergologie und da haben wir ja gewusst,
dass der Hauttest im Prinzip besser ist als ein Vitro-Test. Also ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Dort hat ja auch damals zum Beispiel die Tuberkulose nicht mit dem ELISpot bestimmt, weil den hat es noch nicht gegeben, sondern mit dem Hauttest. Ja, der mache ich einen Hauttest, klingt einfach. Gissmann hat mir dann E. coli spendiert, die dieses Genom drinnen gehabt haben für L1. Habe dann unten eine Suppe gekocht, also E. coli vermehrt und dann L1 außerextrahiert, gereinigt, Ethikkommission und so weiter und so fort. Und dann Patientinnen Haut getestet und siehe da, es war sogar ein bisschen überraschend für mich, haben die einen positiven Hauttest gehabt, extrem verzögert, also nicht nach 48 Stunden schon, sondern erst nach einer Woche ist der positiv geworden, weil eben die Immunreaktion, die man nachgewiesen war, hat, relativ schwach war. Aber der war hochspezifisch und das Ergebnis war eigentlich, dass praktisch Helferzellen involviert sind bei der Abwehr von Papillomviren. Eigentlich logisch, aber virologisch betrachtet war das eine Überraschung. Ich bin da auf einem Meeting gewesen neben den Holländern und da haben sie gesagt zu mir, Reinhard, what are you doing with your helper T-cells? Cytotoxic T-cells will do the job. Also mir war aber dann klar, naja, irgendwie stimmt es, also das passt noch nicht ganz zusammen mit meiner Theorie, dass eine Immunreaktion vom zellulären Typ, vom verzögerten Typ, heilt, weil diese Patientinnen, die ja auf L1 positiv reagiert haben im Hauttest, haben ja Zinn gehabt und sind nicht abgeheilt. Das heißt also, das war nicht das Regressionsantigen und was liegt da näher, als zu den Kaninchen zu gehen, weil da hat es interessanterweise beim Kreider Kaninchen gegeben, die waren Progressoren und dann hat es welche gegeben, die waren Regressoren. Das, also von denen hat man gewusst, die heilen und die spontan und die anderen kriegen dann Karzinome, furchtbar eigentlich mit diesen Tieren. Ich habe das gar nicht gern gemacht, die Blutabnahme am Ohr und dann habe ich einen Hauttest am Ohr gemacht und da haben sie sich gekratzt, bis ich draufgekommen bin, dass man einen Kragen herumtunden muss. Aber das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass es ein frühes Protein sein muss, was die Regression vermittelt. Eigentlich eh logisch, aber im Experiment, im Tiermodell ist das dann gezeigt worden. Und dann bin ich natürlich zurück und habe das versucht, Menschen zu wiederholen. Aber jetzt hat man natürlich ein Dilemma. Man hat ein Onkoprotein und bei der normalen Herstellung ein DNA involviert. Also diese zwei Dinge gehen einmal sicher nicht. Und deswegen habe ich dann lange Peptide. Kannst du dich noch erinnern, ich hab mich von dir beraten lassen, von Gerald Schuler. Lange Peptide für Zinkernagel war auch involviert, ja. Und dann haben wir das besprochen und ja, die langen Peptide, die haben den Vorteil, dass sie nicht nur zytotoxische T-Zellen nachweisen, sondern auch die Helferzellen. Außerdem sind die langen Peptide sicher, weil sie kein Onkoprotein ist und DNA ist auch nicht involviert, also wie der Ethikkommission und so weiter und so fort. Ich habe also die langen Peptide einfach so gekauft. Später, wie dieser Hauttest wieder verwendet wurde im Rahmen einer Impfstudie, hat die Produktion dieser langen Peptide nach GMP, und das hat es damals eben noch nicht gegeben, GMP, also die Produktion hat dann 100.000 Euro gekostet für diesen Hauttest bei der Impfstudie. Jedenfalls muss ich sagen, auf diese Arbeit bin ich dann letztlich wirklich stolz. Es hat ungefähr 7 Jahre gedauert, bis sie eben die Patienten beieinander gehabt hat. Es war nämlich besonders schwierig, Patientinnen zu finden, die Zinn gehabt haben, aber nicht operiert wurden, sondern spontan geheilt sind. Also die sogenannten Regressorinnen zu finden, das war ganz schwierig und da hat mir der Kurt Heim eben sehr geholfen und es war eine ewige Sache. Jetzt ist so, dieser Hauttest hat so ausgeschaut, man sieht also da diese 5 überlappenden Peptide und die Reaktionen dazu und ich habe da also den Test gemacht, der war spezifisch und habe natürlich die Lymphozyten eingefroren und 4 Jahre später, weil die in Holland, die haben dann mittlerweile ein ELISpot entwickelt, hinübergeschickt. Und die haben dann mit dem Serum von meiner Patientin dann den Test gemacht und haben gesehen, aha, der Hüpfel, der hat ja das richtig gemessen. Und man sieht, die positive Kontrolle ist da die Influenza-Reaktion. Und das ist die spezifische Reaktion gegen HPV in vitro durch einen ELISpot. Und man sieht, dass eigentlich diese Immunreaktion eben relativ schwach ist im Vergleich zu Influenza. Und das ist ja logisch, weil die Papillomviren tun ja nur umschriebenes Areal in der Haut infizieren. Und da kann es natürlich
im peripheren Blut nicht sehr viele Vorläuferzellen geben. Aber der Hauttest ist hochsensitiv und hochspezifisch, weil er auch die sogenannten Skin-Homing-T-Cells erfasst. Das war also dann schon ein Ergebnis, das gezählt hat. Es hat dann sogar der Peter Fritsch ein Lob bekommen für die Erfindung des Hauttests in der Laudatio zu seinem 70er. Und jetzt denkt man, ich bin jetzt eh schon am Gipfel, also die Sache ist erledigt, das ist also schon auch bemerkenswert. Ich sitze da auf dem italienischen Gipfel über den Italiener gerade am Matterhorn, da ist der Schweizer Gipfel, da geht man auf den Hörnli gerade auf. Und da unten ist es Gipfelkreuz. Also ich bin jetzt höher oben gewesen als das Gipfelkreuz. Man denkt, ich bin zufrieden, aber ich war gar nicht zufrieden, weil ich wollte natürlich eigentlich eine therapeutische Impfung dabei sein, wenn die gemacht wird. Und da hat es auch einen gegeben, einen Santin, der hat im New England Journal auch so ein Bild von dem Hauttest gezeigt, bei einer Patientin, oder mehrere hat er gehabt, die auf die Therapie mit den dendritischen Zellen gegen das Cervixkarzinom einen guten Response gehabt hat. Und also da war schon einmal so ein bisschen ein Hinweis dafür, dass man vielleicht eine therapeutische Impfung entwickeln könnte. Und ich habe dann, weil ich in den HPV-Himmel wollte, dann mit Gießmann das Glück gehabt, dass ich an einer Impfstudie in München beteiligt war über die Firma Medigene. Die hat das dann 2008 publiziert. Da war es so, dass man das L1 verwendet hat, das ist also praktisch das Hüllprotein, das eher immunogen ist, so wie bei der prophylaktischen Impfung. Und dann hat man E7 drangehängt, chimerisches Virus-like Particles. Und das E7 sollte dann die zelluläre Immunreaktion vermitteln, die zur Regression führt. Ein bisschen ein Problem war, dass wir haben das 2008 publiziert, das war genau zum Zeitpunkt, wie die Impfung zugelassen wurde. Und wie das so ist in den Firmen, ist ihr Risikokapital. Irgendwie ist dann so ein bisschen aufgekommen, naja, eigentlich bis wir dann die Impfung, die therapeutisch entwickelt haben, können wir kein Geschäft machen und hat es dann abgebrochen. Und die Impfstudie war von vornherein auch viel zu klein angelegt. Aber es gibt da was ganz Interessantes in dieser Impfstudie. Diese Tabelle hat mir Gießmann dann zur Verfügung gestellt. Es ist so, im Rahmen dieser Impfstudie wurde der Hauttest auch durchgeführt. Durch Gynäkologen, ich habe die praktisch online angeleitet, also man könnte den wahrscheinlich besser machen, den Hauttest, wenn es ein Dermatologe macht. Aber trotzdem hat man gesehen, dass wenn man einen positiven Hauttest hat, dann ist man ein Responder. Seht ihr da? Die Blutuntersuchungen haben das nicht gezeigt. Das heißt, also das einzige Signifikante, beim anderen hat es nur einen Trend gegeben für die Wirksamkeit von diesem therapeutischen Impfstoff, war der Hauttest im Rahmen dieser Impfstudie. Aber interessant war, dass wir haben den Hauttest natürlich vor der Impfung schon gemacht, dass einige dieser Patienten schon vor der Impfung den positiven Hauttest gehabt haben. Das heißt, also die Impfung hat unter Umständen nur eine bereits beginnende Immunität, die die Regression eingeleitet hat, nachgewiesen. Also man könnte das weiter spinnen, den Gedanken, man macht einen PAP, einen positiven Krebsabstrich, dann macht man einen Höpfel, einen Hauttest. Wenn der positiv ist, könnte man zuwarten. Also das wäre rein theoretisch auf jeden Fall ein Thema. Insgesamt ist jetzt die Forschung dann da abgestorben. Ich habe dann auch, wie soll ich sagen, die Bedingungen neben meiner Station, Verwaltungsoberarzt und all diesen Jobs, die ich so gehabt habe, im Labor selber herumzupipetieren, die waren einfach nicht mehr ausreichend gegeben. Und ich habe dann auch Glück gehabt, weil die Holländer, die ursprünglich mir gegenüber so kritisch waren mit meinen Helferzellen, haben das dann übernommen. Mein Patent ist dann irgendwie schon beim Auslaufen gewesen und sie haben dieses Patent übernommen, die langen Peptide, und haben 2019 eine Studie publiziert bei Patienten mit Head and Neck Cancer durch HPV und gezeigt, dass die zusätzliche Impfung mit langen Peptiden in Ergänzung zur Checkpoint Inhibition den Response verdoppelt hat. Und das ist wahrscheinlich das Thema überhaupt, das haben wir ja auch beim Melanom erlitten, nicht? Wie wir die dendritische Zelltherapie gegen das Melanom gemacht haben. Es hat einzelne Responders gegeben, aber im Prinzip hat man die Toleranzinduktion durch die HPVs nicht durchbrechen können.
Das ist wahrscheinlich das Hauptthema. Die Babylonier sind Meister, dem Immunsystem zu entkommen. Die werden unsichtbar. Aber das ist einmal immerhin jetzt so ein Ansatz, die Toleranz durchbrechen und eine spezifische Therapie dazu, um die Effektivität der therapeutischen Tumorimpfung zu verbessern. Es ist so, ich bin jetzt mittlerweile entspannt. Die Warzen werden bald einmal aus meinem Kopf verschwinden. Es ist so, dass wenn ich jetzt da diesen Heliotrop sehe, denke ich in Zukunft nicht mehr an Dermatomyositis, sondern an die Jasminpflanze, die Jasminblume. Also es wird ein bisschen ein Umdenken stattfinden bei mir. Ich möchte übrigens noch auch meinem Papi Danke sagen. Dieses Foto ist 100 Jahre alt. Er ist 1913 auf die Welt gekommen. Das ist genau die Zeit der Grippeepidemie. Er hat damals wahrscheinlich, vermute ich, eine Influenza gehabt, die dazu geführt hat, dass sein Optikus atrophiert ist und er war praktisch blind. Also mein Papa war mindestens gleich klug wie ich, aber er hat ein echt ein mieses Leben gehabt. Und das ist meine Oma, schaut ziemlich verhungert aus und hat immer gesagt, das Wichtigste in meinem Leben war meine Oma, weil sie hat geschaut, dass ich was zum Essen kriege. Also die Zeiten, die wir haben und das gegeben hat, das sind ein Riesenunterschied. Und jetzt kann ich mich ganz locker zum Beispiel der Landwirtschaft widmen und da zum Beispiel Safran produzieren in meinem Garten. Und mit dem möchte ich jetzt Schluss machen. Danke. Ja, Reinhard, das war eine tolle Reise durch deine Forschungen und Tätigkeiten da. Ganz herzlichen Dank. Es ist fast ein bisschen, dass man das Gefühl hat, das sollte man jetzt ohne Diskussion stehen lassen. Ich weiß nicht, ob du eine Diskussion wünschst oder nicht. Mir ist das gleich. Es ist so, dass wenn Fragen, so richtige Fragen zum Papillomvirus, ich stehe in Zukunft auch per WhatsApp und was auch immer für alle Fragen auch noch zur Verfügung, wenn da noch was auftaucht. Ne? Aber ich denke, ein bisschen diskutieren können wir schon. Also ich hätte eine dumme Frage. Ach so? Was macht eigentlich den Unterschied zwischen einer prophylaktischen und einer therapeutischen Impfung? Also was muss man versuchen zu machen, wenn man prophylaktisch die Impfung haben will und was muss man machen, dass sie therapeutisch ist für alle möglichen Erkrankungen? Also bei Papillomviren ist so, dass die prophylaktische Impfung wird durch neutralisierende Antikörper vermittelt, die das Eindringen des Virus in die Zelle verhindert. Also das ist, denke ich, bei Covid auch so. Also die RNA-Impfstoffe, die es da gibt, die tun ja die Spike-Proteine neutralisieren. Während bei der therapeutischen Impfung wird man eben dieses zelluläre Immunsystem brauchen. Also das ist ein Musterbeispiel. Die Helferzellen ermöglichen den zytotoxischen T-Zellen in die Epidermis zu invadieren. Nicht? Epidermotropismus, aber in dem Fall nicht nur bei der MF, sondern eben in dem Fall spezifisch gegen das Antigen, was doch erkannt wurde. Und das muss man eben machen. Das hat mit der Antigenauswahl zu tun, die man... Das Antigen, was man für die Impfung verwendet. Naja, es gibt natürlich, beim Papillomvirus ist es ein Regressionsantigen. Genau das ist vielleicht ein wichtiges Thema. Im fortgeschrittenen Stadium bei einer Zinn werden kein oder kaum mehr Viruspartikel produziert. Aber in den Basalzellen, das ist auch wichtig, in den Basalzellen sind diese Frühproteine, die eben früh im Rahmen dieser Zellproliferation schon produziert werden, die sind auch leichter erreichbar für das Immunsystem als die Viren unter dem Stratum Corneum. Also das Regressionsantigen muss man definieren und die richtige Immunität, die zelluläre, starten und die Toleranz durchbrechen. Wir haben da große Schwierigkeiten gehabt, weil wir haben natürlich gewusst, dass es Toleranz gibt, aber in der Zeit, wie in Amerika drüben war, hat es überhaupt noch keine Möglichkeit gegeben, die Suppressor-T-Zellen zu messen. Anschließend dazu, Reinhard, ja, das war wirklich sehr eindrucksvoll und auch danke für die gute Kollegenschaft und Freundschaft über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg fast.
Da muss man nie danken. Bei dieser Medigene-Studie beim DTH, ja, hat man da dann die CD8 positiv? Weil es geht auch ein bisschen in deine Richtung. Habt ihr die DTH-Biopsien angeschaut? War da hat man, aber eine Möglichkeit? So, immunhistochemisch? Es ist klinisch publiziert worden, aber da sozusagen da irgendwie das Risikokapital nicht mehr wirklich investiert worden sind, hat es keine zweite Publikation mehr gegeben. Also die Daten habe ich so noch ein bisschen schon gesehen und so, aber die sind nicht mehr alle publiziert worden. Gibt es Fragen? Noch weiter? Ja, also dann bedanken wir uns sehr, sehr für diesen tollen Vortrag. Vielen Dank.